Und Tali ist da verhungert. Kriegst mal eine Wurst. Was steht hier? Meditationskammer. Oder Meditationssäule. Okay. An das kommen wir nicht ran. Das sieht aus wie schwere Rüstung. Ah, der Dungeon tendiert dazu, wieder sehr groß zu werden und sogar noch mehrere Stockwerke zu haben, ne? Okay, da geht's schon mal runter. Und er hat Eiselementare. Mattwort, das haben wir ja gerade gelesen. Das kommt gerne hier unten im Untergrund vor. Hier ging es runter. Tja, dich können wir leider nicht rauslassen. Oder was heißt leider? Zum Glück, denke ich mal. Wir können nur hier runter gehen. Was zum Glück bei der Treppe nicht wehtut. Und uns hier unten umschauen. Und ja, jetzt wo ich keine Fackel mehr brauche, sondern mit dem Orblicht zaubern kann. Und ich höre schon wieder Waage. Was steht hier? Skyway. Okay. Immer schön die Wände abgucken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Ach nee, das sind keine Waage, das sind Mumien. Skyway. Hier liegt schon mal was zu essen. Das sollte ich vielleicht nicht einfach so einsacken. Du hast übrigens gar nichts mit dem Inventar. Und eine Feuerbombe. Und da ist der Weg weiter. Okay. Ah ja, hier würde es weitergehen. Und hier gibt es noch was. Ah, das ist der Skyway. Also hier geht es hoch zum Skyway. Das ist auch eine interessante Art für ein Rätsel. Da ist ein Schlüsselloch. Okay, sobald ich irgendwo was drauf platziere, dann geht das Ding runter. Machen wir es mal hier auf. Ah. Hi Jungs. Ihr seid hoffentlich auch nicht mehr so heftig. Na kommt. Nee, solange ich mit euch tanzen kann, habe ich mit euch gar keine Probleme eigentlich. So, einmal critical. So. Und ich glaube, ich habe hier genug Mana, also sollte ich lieber zaubern. So, kommt. Ja, das macht einiges an Schaden. So. So, genau. Soweit, so gut. Ich glaube, nach dem Dungeon kann ich mir dann die Knarre holen. Da drin laufen welche rum. Da ist eine Fassbarrikade. Da ist ein Weg nach oben. Ja. Irgendwo Schalter? Die Ecke tendiert ja gerade schon dazu, irgendwo einen Schalter zu haben. Oh ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite von dem Raum. Jetzt könnte ich da mich mit dem Eis-Heidi anlegen.
Und erstmal noch was zu essen finden. Hier wäre eine Fackel. Eine Kerze wollte ich schon sagen. Aber erstmal mit den Untoten hier drin. Die sind ja wahrscheinlich auch nicht umsonst da drin, ha? Ja, komm. Wow, das macht wirklich schön Schaden. Ja, kommt. Ruhig her. Ich glaube wirklich, wenn ich hier draußen bin, wieder aus dem Dungeon, versuche ich mir nochmal die Knarre zu holen. Oder das Gewehr, besser gesagt. So, weil die sterben schon mal ziemlich schnell. Und Tarion ist am Verhungern. So, was haben wir denn da? Ein Fistdagger. Kannst du was mit deinem Fistdagger anfangen? Nein, kannst du nicht, weil der leichte Waffen benötigt. Im Gegensatz zu dem hier. Oh, und unser Licht geht aus. Das heißt, der Fistdagger wird mal beiseite gelegt. Gut. War das alles hier drin? Ich guck mal kurz die Wände ab. Aber seht da nichts Auffälliges an Knöpfen? Nö. Das bedeutet, nächster Haltepunkt ist das Eiselementar. Dass ich nicht mit Eiszaubern besiegen kann. Und hier scheint... Ups, der Weg runter zu sein. Ja, also nochmal im Kreis laufen. Gut. Hier hoch. Einmal zu dem Frostelementar. So geht's auch, hä? Habe ich da drüben genug Platz zum Tanzen? Ja, habe ich. Da habe ich übrigens noch Munition. Oh, da kommst du ja schon. Wow. Ja, du kannst böse garstig sein. Ein Schaden. Wow. Eisbolzen. So, das hat gesessen. Das auch. Das nicht. So, der hat ordentlich wehgetan. Der wahrscheinlich auch. Komm. Das hat gar nicht getroffen. Ja, jetzt haben wir dich hier. So kannst du etwas gefährlicher sein. Hat das getroffen? So, weg mit dir. Scroll of Fireball. Brauchen wir nicht, da wir kein Feuermagie haben. Und der runde Schlüssel, den wir brauchen. Ja, ohne den können wir nämlich gar nicht weiter eigentlich. Jedenfalls nicht hier in diesem Raum. Weil da bräuchten wir den runden Schlüssel. So, okay, was haben wir, was wir runterwerfen könnten? Fackeln. Fackeln und Dartpfeile. Also ich nehme mal an, das geht so. Jupp. 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 Jupp.
Dartpfeile. So. Und noch ein Dartpfeil. Und dann können wir den Schlüssel da reinlegen und können weitergehen. Sehr schön. Ah, die Fackel nehmen wir mal mit. Hier höre ich bis jetzt nichts rumkreuchen. Bin auch bis jetzt nicht wieder so einem Gorgopho begegnet, oder wie die nochmal heißen. Das war ja in dem letzten großen Dungeon, in dem wir drin waren, wo wir auch gegen den Leprechaun gekämpft haben. Die gab es nämlich auch schon in Grimrock 1. Oh, blauer Kristall. Scroll of Light, ey. Concentration 2. Das ist cool. Den können wir jetzt im Augenblick noch mit unserer Kristallkugel zaubern, aber wenn wir ihn dann richtig können, ist es sogar noch besser. So, erstmal speichern. LP 028. So. Jetzt könnten wir theoretisch hier runterhüpfen oder da lang weitergehen. Da sehe ich übrigens Gänge. Und, ach ja. Geht's hier zu dem Sekundärausgang. Und ja, ich hab's angesprochen. So ein Gorgopho-Viech meinte ich gerade, wie das, was uns diese Tür zugemacht hat. Okay, Weg nach unten. Hä? Das ist interessant. Und noch ein Weg nach unten. Hier sind jede Menge Falltüren. Oder Fallluken eben. Viel Auswahl haben wir ja nicht. Der Stein landet nirgends. Okay, das ist also schon mal kein Teleporter, der sacht teleportiert. Sind wahrscheinlich nur Leute. Ja. Da wäre wahrscheinlich der Rückweg gewesen. Gut. Ich will mal kurz was gucken, wenn ich hier drauf lege einen Stein. Dann bleibt hier offen. Schade. Okay, bis zum nächsten Level dauert es noch eine ganze Weile jetzt mittlerweile. Also abwärts mal. Keiner verletzt. Das ist sehr schön. Weniger schön ist es, dass hier drin nichts ist. Ich meine, hier ist nicht mal Teleporter. Hier sind aber dafür mehr Wege. Okay, das ist wohl die Treppe nach oben. Ja. Okay. Ach nee, hallo, hallo Spinni. Hallo Pfeile. Das muss die zweite Treppe nach oben sein, hä? Ja. Gut. Das ist der Schacht mit der Hitze. Der Druckplatte traue ich noch nicht. Da liegt auf jeden Fall ein Haufen nices Zeug drin. Ja. Und da sind Druckplatten.
Okay, das wären zwei Wege nach oben. Hier hin. Und weiter geht's dann wohl nicht im Augenblick. Wo habe ich die Spinne hin teleportiert?